So, hallo erstmal, schön, dass ihr da seid. Wir schauen uns heute die Berechnung der K-Werte und der D-Summe an. Welche Fragen stehen dabei im Raum? Erstmal, woher kommen die kumulierten Durchgänge, die man am Anfang bekommt? Wie errechne ich die anteiligen Werte der Korngruppen? Heißt, wie viel von einer Korngruppe muss ich jetzt in den Beton reinmachen? Dann ermittle ich die Soll-Sieblinie und dann berechnen wir auch den K-Wert und die D-Summe und wir benutzen dabei auch ein kleines Beispiel. So. Ich habe jetzt hier oben mal eine Beispielsiebung mal aufgeführt. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier links einmal die Korngruppen. Das ist einmal hier 0,2, 2,8 und 8,16. Dann haben wir hier oben die Lochweiten, beziehungsweise die Maschendurchweiten. Die gehen von 0,125 mm bis 16 mm. Und diese Werte sollte man eigentlich gestellt bekommen, wenn man eine Berechnung durchführt, weil es halt sonst ziemlich zeitaufwendig ist. Also ich würde mal davon ausgehen, dass das in der Prüfung dann auch schon so in der Art ungefähr gegeben ist. Wenn wir aber trotzdem wissen wollen, wo kommt das eigentlich her, dann schauen wir uns zum Beispiel mal hier an, wenn wir hier so eine Korngruppe haben, 0,2, dann nehmen wir zum Beispiel eine Menge von 500 Gramm, tun das hier in das Sieb rein. Das läuft dann quasi durch. Hier sind verschiedene Siebe drinne mit verschiedenen Lochweiten, dass halt eben verschiedene Größen an den Steinkörnern darauf liegen bleiben. Und dann, nachdem das gesiebt wurde, messen wir quasi einzeln aus, wie viel Gramm auf jedem dieser Siebe eben liegen geblieben ist. Um dann quasi die Masse der Rückstände oder die Masseprozent der Rückstände zu errechnen, ist es natürlich am besten, wenn wir dann die Menge an oder die Masse der einzelnen Siebe dann eben kumuliert zusammenrechnen und uns dann die Masse der Rückstände daraus errechnen. Die Masse der Rückstände, um dann eben auf die Masseprozent der Durchgänge zu kommen, die wir dann auch hier oben in der Tabelle dann eben finden, muss man einfach 100% machen minus der Masseprozent der Rückstände und schon haben wir die Masseprozent der Durchgänge auch in kumulierter Form vorliegen. Und damit fangen wir jetzt auch an zu rechnen. Jetzt gehen wir eins weiter runter, weil wir hatten ja auch gesagt, wir wollen uns gerne angucken, wie viel Anteile von welcher Korngruppe muss dann eigentlich in den Beton hinein. Und jetzt habe ich hier unten schon eine Formel aufgeschrieben. Hier steht einmal der Wert der größeren Sieblinie minus den Wert der kleineren Sieblinie durch 2 plus den Wert der kleineren Sieblinie. Was das quasi heißt, wir zoomen mal hier an dieses Fuller-Diagramm ein bisschen heran. Das ist quasi die Idealsieblinie, die uns da eben gesagt wird. Und jetzt habe ich das beispielsweise mal angenommen. Das wird dann in der Prüfung dann eben so vorgegeben. Machen Sie eine Idealsieblinie AB oder BC oder wie auch immer. Wir gehen jetzt hier mal von einer Idealsieblinie AB aus. Das heißt, diese Idealsieblinie AB, die muss irgendwo, hier sieht man ja, hier ist die Sieblinie A. Hier ist die Sieblinie B, also muss zwischen diesen beiden Sieblinien quasi liegen und die wird dann irgendwo hier drinnen verlaufen. Um jetzt die Anteile auszurechnen, gehen wir quasi in das Größkorn der einen Korngruppe. Haben einmal die 0, die 2, die 8 und die 16. Das sind die, die uns jetzt quasi interessieren und auch wichtig sind. Dann gehen wir hier bei der 2 hinein, sieht man hier, und dann können wir die Werte der B-Linie ablesen. Das ist einmal die 42 und die 21. Dann setzen wir die in die Formel ein. Dann haben wir hier oben die 42 minus 21 durch 2 plus die 21 und dann erhalten wir 31,5. Und 31,5 ist auch schon die Prozentanteil der Korngruppe 0,2, die wir damit erhalten. Das heißt, wir müssen von der Korngruppe 0,2 31,5% nehmen. Um dann eben weiterzugehen, um zu wissen, wie viel müssen wir von der Korngruppe 2,8 nehmen, gehen wir wieder hier in die Tabelle hinein, schauen uns das hier an. Dann sehen wir auch schon, wir haben hier die Werte 76 und 60. Diese packen wir auch wieder in die Formel. 76 minus 60 durch 2 plus 60. Da kommen wir auf 68. 68% ist aber jetzt nicht die Menge der Korngruppe 2,8, die wir nehmen müssen, sondern weil wir die 68% stammen quasi von hier bis hier vorne und wir haben ja schon die 2% ausgerechnet, deswegen wollen wir nur von 2 bis 8 haben. Deswegen müssen wir die 68% minus die 31,5% der Korngruppe 0,2, die wir uns hier oben ausgerechnet haben,
abziehen und dann erhalten wir 36,5% für als Anteil der Menge der Korngruppe 2,8. Bei 8,16 kann man jetzt hier mal einsetzen, habe ich eingesetzt, ist klar, dass da 100% rauskommt. Wir schauen uns das hier oben an, das liegt auf demselben Punkt. Und um dort dann quasi einen Anteil auszurechnen, machen wir einfach quasi 100% minus die vorherigen Anteile und dann halten wir 32%. Und damit haben wir dann auch quasi schon die Werte ermittelt, die wir brauchen. Für die Korngruppe 02 31,5, für die Korngruppe 28 36,5 und für die Korngruppe 816 32. Das habe ich jetzt auch einmal hier in die Tabelle unten eingetragen. Hier sind die anteiligen Siebdurchgänge in Masseprozent kumuliert zu sehen. Hier die Anteile, die wir oben ausgerechnet haben. Jetzt wollen wir natürlich ausrechnen, wie viel bleibt denn dann da übrig und müssen dann nachher auch die Summe bilden. Warum das wichtig ist, erzähle ich euch gleich. Dazu nehmen wir ganz einfach hier oben, seht ihr den Wert bei 0,125. Das ist die 1,7. Die multiplizieren wir mit der 31,5%, die wir unten ausgerechnet haben, als Anteil für die Korngruppe 02. Und dann bekommen wir 0,54 und das tragen wir dann hier in die Tabelle ein. Und das geht immer so weiter, für diese Zeile hier zumindest komplett, dass wir mit den 0,315 rechnen als Prozentteil. Wenn wir jetzt in die Korngruppe 2,8 gehen, mit den 36,5 ändert sich das natürlich. Dann haben wir hier 0,3565 und müssen natürlich auch den zweiten Wert hier unten benutzen, weil wir auch in der zweiten Reihe sind. Anschließend bilden wir die Summe. Das heißt, dass wir quasi von oben nach unten alle miteinander, addieren. Und dann erhalten wir hier quasi der Summe der Siebdurchgänge in Masseprozent. So, wozu wir die brauchen? Was haben wir uns da nämlich gerade ausgerechnet? Was wir uns ausgerechnet haben, ist quasi unsere Ist-Sieb-Linie. Und diese Ist-Sieb-Linie, ich habe es nochmal hier dargestellt, hier sind nochmal die Sachen, die wir uns oben ausgerechnet haben in der Summe, die können wir dann quasi hier unten antragen bei Ist-Summe-Durchgang. Das sind hier diese Werte. Und dort können wir sehen, dass es eben durch diese Anteile, die wir eben benutzt haben, haben wir dann quasi ausgerechnet, wie viel von einer Gesteinskörnung bzw. von welcher Größe wir dann eben haben. Die Sollsieblinie ist jetzt hier auch schon dargestellt. Die zeige ich jetzt euch auch, wie man die berechnet. Das ist das Interessante oder das Praktische, dass es eigentlich im Grunde genommen dasselbe Verfahren ist wie oben auch. Und zwar macht man einfach das Korn oder die Größe, den Wert bzw. der oberen Sieblinie minus den Wert der unteren Sieblinie durch 2 plus den Wert der unteren Sieblinie und damit erhalten wir dann unsere Sollsieblinie. Die Sollsieblinie sagt quasi an, wie es idealerweise verlaufen würde. Die Ist-Sieblinie ist das, was wir dann tatsächlich rausbekommen. Ihr macht quasi dasselbe wie vorhin, nur eben nicht nur für das Größkorn, was wir hier vorhin gemacht hatten, sondern eben für alle verfügbaren Körner. Ihr könnt jetzt auch schon sehen, bei 0,125 Korngröße, da gibt es keine Werte, da kann man auch einfach 0 eintragen. Und das ist jetzt auch nicht so wichtig, weil es natürlich für die spätere Berechnung des K- und D-Werts auch nicht von Interesse ist. So, jetzt sieht man hier auch schon, die Werte passen relativ gut zusammen. Das ist jetzt nicht immer so, aber es ist halt das Nächste, an das man herankommen könnte. Natürlich könnte man jetzt noch mit kleineren Korngruppen arbeiten, um halt eben ein besseres Ergebnis zu erzielen, aber das scheint schon ausreichend zu sein. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter runter. So, auf der nächsten Seite können wir jetzt auch sehen, dass wir hier unsere Tabelle von oben übernommen haben und wir dann eben mit Hilfe der Summe an Durchgängen, die wir uns eben errechnet haben, das ist quasi unsere Ist-Sieb-Linie hier, die nochmal aufgeschrieben ist. Und dann berechnen wir uns daraus die Summe der Rückstände. Das ist sehr einfach. Wir müssen einfach nur die 100% nehmen minus die Summe der Durchgänge, die wir uns hier ausgerechnet haben und erhalten damit die Summe der Rückstände, die Werte, die hier unten eingetragen sind. Die Summe der Rückstände und die Summe der Durchgänge benötigen wir, um den K-Wert und die D-Summe zu berechnen. Wichtig dabei ist quasi, dass wir uns hier diese Formeln zu Herzen nehmen. Wobei wir hier sehen, K, also der K-Wert ergibt sich aus der Summe aller Rückstände.
Alle außer, das habe ich ja vorhin schon gesagt, 0,125. Die kann man also quasi vernachlässigen hier durch 100. Und die D-Summe ergibt sich aus der Summe der Durchgänge der Siebe von 0,25 bis 63 mm. Euch ist wahrscheinlich auch aufgefallen, wir haben vorhin die ganze Zeit nur bis 16 mm gerechnet, aber die 31,5 und die 63 mm sind auch für die Berechnung des K-Werts und der D-Summe notwendig. Um das später nachher zu kontrollieren, müssen wir die D-Summe plus den K-Wert mal 100 nehmen und dann sollte da 900 rauskommen, dann wisst ihr, dass ihr alles richtig gemacht habt. Ich habe die Werte jetzt mal eingetragen, also einfach die Summe aller Rückstände genommen. Das heißt, diese Werte hier miteinander addiert und dann durch 100 geteilt. Dabei kam dann 4,06 raus und die Summe aller Durchgänge von 0,25 bis 63, dabei kam dann 493,89 raus. Anschließend noch die Kontrolle gemacht und wie man sieht, es passt, ist richtig. Und so berechnet man im Grunde genommen auch das K-Wert und die D-Summe. Ist nicht so kompliziert, aber muss es vielleicht ein, zweimal gemacht haben. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wäre schön, wenn ihr ein Abo da lasst, vielleicht noch ein Like. Und ihr könnt nochmal meine anderen Videos angucken. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.